Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unsere kleine Alpenfahrt. Mit dabei der Sepp, der Elias, der Kevin und der Alois. Also und ich natürlich. Hallo. Hallo. So, wir stehen hier jetzt gerade so passend. Wir wollen eine Ausfahrt machen. mal eben. So. Und so, meine Lieben, ja, ihr hört nichts, weil ihr seht, ich sitze im Rigitruck im Kleinen und ziehe zwei große Schlepper hinter mir her. Weil wir müssen mal eben den Drescher abtanken. So, jetzt stellen wir den mal. Ja, ich würde sagen, am besten. Wo waren wir eben stehen geblieben? Ja, also ich bin hier am Abfahren, den Drescher. Mit deinem kleinen Trecker. Ich habe den mal von oben geholt. Nee, ich meine wegen Elias da. Achso. Ich glaube, du hattest mich zuletzt gehört, ne? Ja, ich wollte wissen, was da jetzt genau abgelaufen ist. Also er hat die Sachen zu uns hochgebracht, die Gabeln und das, und dann sind wir runtergefahren mit der Ape zu ihm. Du mich wahrscheinlich gehört hast, wir sind durch die Stadt gefahren, ich habe noch schnell getankt. Da wirst du mich wahrscheinlich von da oben gehört haben, weil du hörst ja überall. Und richtig, ich höre dich überall. Er hat mir das Passwort gegeben, nachdem wir die Wiesen fertig gemacht haben, haben wir oben gezockt. Ja, dann sind wir halt rübergefahren zu dem Neubau da. Und dann haben wir euch da genau gerade getroffen. Und warum war der Elias am Schloss? Ach, das weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, dass er neben mir saß. Kevin? In der Zeit, wo du tanken warst, war der Elias am Schloss. Du warst mit der Ape unterwegs. Genau, okay. Er war halt in der Zeit weg. Ich weiß nicht, wo er war. Ich habe angerufen, da kam er wieder. Mhm. Wir haben ihn nämlich gesehen. Vermute mal, dass er dann da war, wo ihr da auch wart. Und er war dann auch derjenige, der mein Auto geklaut hat, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich habe ihn dann angerufen und dann kam wieder runtergelaufen. Okay. Deswegen war das so alles so spät, bis wir bei euch da oben waren. Wo wir eigentlich nur hin wollten und ich dachte, ihr werdet in der Kneipe, obwohl ihr auch da oben wart. Ja. Aber ich hab dir ja gesagt, wir sind am Schloss. Das wusstest du ja. So. Dann übergeben wir dem mal wieder hier. Oh, viel Spaß und ab geht die Post. So, dann fangen wir den jetzt an der Seite. Oh, mal gucken, ob der den gezogen kriegt jetzt hier. 8000. Ha. Liter. Ja, er schafft das so, ganz langsam. So. Dann wollen wir mal rüber wieder zu unserem großen Monster. Na. Und noch ein bisschen Ballen pressen. So, wie viel Liter Ballen hast du da immer rausgekriegt? 4000 Liter Ballen und wir haben 65, glaube ich, im Lager. Alles klar. Vielleicht sollten wir das Ganze, was ich dir gerade erzählt habe, dem Sepp auch mal erzählen, ne? Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich mal den Sepp anrufe. Ah, oder Michel, mal schauen. Oder wir fahren einfach mal beide bei ihnen vorbei, wenn du da fertig bist. Ja, wir schauen mal, gucken wir mal. Ich werde die beiden mal anrufen, mal gucken. So.
Dann ruf mal die beiden. Ich ruf die beiden mal an, mal gucken. Jo. Error. Hallo. Hallo Sepp. Der Alu ist hier. Hi. Du, hör mal. Ich habe gerade mal mit dem Kevin gesprochen. Ne? Ja. Zu heute Nacht. Ja, und wegen der also Aktion. Warte mal, ich mach mal auf den Funk, dass Michi mithört. Ja, mach mal auf Funk, dass Michi mithört. Michi, hör mal zu hier. Hi, Michi. Hallo zusammen, moin. Hi, pass auf. Ich habe gerade mit dem Kevin gesprochen, zu letzter Nacht. Also, die beiden haben die Felder gemacht, alles richtig. Ich war ja gestern Abend noch gucken. Und dann haben die beiden noch LS gezockt. Mag gut sein. Und Kevin musste aber noch tanken fahren mit der Ape. Das hat er dann gemacht. Und wo unser kleiner Elias war, oder euer kleiner Elias, weiß er nicht. Er war nur zwischendurch weg. Dann hat er ihn angerufen und dann war er auf einmal wieder da. So. Und dann sind die hochgekommen zum neuen Hof. Okay. Ja. Und ja, da muss Elias dann auch wohl gewesen sein. Der muss wohl auch meinen Jeep geklaut haben. Und er war definitiv da. Also den wir da gesehen haben, das so, muss dann Elias gewesen sein, weil Kevin weiß nicht, wo er war. Mhm. Ne, also kann es ja, ja nicht Elias gewesen sein, der dann auch mein Auto weggefahren hat. Kannst du nicht sagen. Ich habe nur eine Taschenlampe gesehen. Ihr habt da ja irgendwas gesehen, aber das weiß ich nicht. Ja. Also ich habe da wohl Elias gesehen, aber die beiden haben sich wohl einen kleinen Streich erlaubt. Oder Elias. Vielmehr. Ah, der hat eh schon Strafarbeit gekriegt von uns. Der muss dem Sepp sein Auto sauber machen. Ich höre euch auch gerade. Er ist nicht schlimm, macht ja nichts. Du weißt ja, was du machst. Du weißt ja noch, was du machen musst. Ich sage jetzt was dazu, okay? Ja, dann sag mal was dazu, Elias. Ich bin gespannt. Ja. Eigentlich wollte ich Kevin beschützen. Warum wolltest du den Kevin beschützen? Aber wenn er es jetzt auf mich schiebt, weil eigentlich war es komplett andersrum. Kevin hat mir gesagt, dass ich mit der Ape tanken soll. Und dann bin ich halt zu euch wieder gegangen, weil wir am LS zocken waren. Und auf einmal war er weg. Und dann... Bist du noch nicht voll? Ja, du bist voll. Ja. Ja, und dann war er weg und auf einmal kommt er wieder und sagt zu mir, lass schnell zu der neuen Baustelle. Und dann sind wir dorthin gefahren und dort haben wir euch getroffen. So, wer hat denn von euch mein Auto genommen? Ja, das war Kevin. Das war Kevin? Ja. Auf einmal, erst Kevin, dann war es keiner, dann warst du, okay. Also im Schuld zuschieben sind zu gut. Ja. Eindeutig. In welches Silo? Never Ending Story, habe ich das Gefühl. Irgendeins. Ja. Also einer von euch beiden war es oder beziehungsweise ihr beide wart's. Also ja, ist klar. Wenn sie sich, ist ja ganz einfach, wenn sie sich beide gegenseitig immer alles in die Schuhe schieben, waren es beide. Fertig. Punkt. Ja. Genau so machen wir's. Ich auch so. So. Also, Elias hat bei euch schon Strafarbeit, ne? Okay, dann lasse ich mir jetzt für den Kevin auch noch was einfallen. Eigentlich hatte ich für ihn was anderes geplant, aber das muss dann warten. Das ist er dann selber schuld. Gut. Hast du dir schon eine Strafarbeit überlegt oder was? Ja, ja. Was glaubst du, warum meine Maschinen so aussehen, wie sie aussehen? Ach so. Und zwar alle. Okay. Dann kann er gleich euren Drescher mit sauber machen. Der ist ja noch uns unterwegs. Ja, genau. So, ja gut, dann wisst ihr Bescheid. Und aber ich weiß Bescheid. Wo du gerade hier bist. Ja, was hast du denn? Wir könnten nachher noch Unterstützung gebrauchen. Wir sind im Häcksel für die BGA. Okay. Wenn wir bei uns oben das Feld 18 machen, weil die Transportstrecke relativ weit ist, könnten wir noch einen dritten Abfahrer gebrauchen. Ja. Und einen zum Silo-Walzen mit dem K700. Okay.
Genau, können wir machen. Also wäre nicht schlecht, wenn du fahren könntest mit dem großen Johnny und dem großen Wagen und ja, dein Sohn, dem vertraue ich dann mal meinen K700 an. Mit der Silo-Walze, dass er kann der walzen. Bist du dir da sicher? Ja, das schafft er schon. Na gut. Ach, der hat starkes Blech, wenn der mal auf der Seite gelegt wird, ist das ganz Na gut, aber das ist ja dann wieder, okay, ja nee, machen wir. Ich spreche mit ihm und dann sag ja, Bescheid, wenn ihr soweit seid. Also ich mache ja, gerade noch. Wir brauchen noch ein bisschen, bis die 24 ist relativ groß, bis wir die fertig haben. Ja gut, ich bin auch noch auf der 3 zugange mit Strohpressen. Mhm. Ja, aber dann würde ich mich melden, wenn ich soweit bin. Und ja, dann schauen wir mal. Weil okay. Ich muss ja auch noch nebenan den Drescher abtanken. Ja. Da muss ich gleich mal gucken, wie weit der ist. Oh, der ist voll. Warte mal. Ich muss mal Kevin anfunken. Ne, also wir hören uns. Bis später. Jo, ciao. Kevin? Kevin? Hä? Wo bist du? Drescher abtanken. Ah, alles klar. Gut. So, pass mal auf, mein Freund. Also, ihr schiebt euch das ja gerne gegenseitig in die Schuhe, ne? Hi, Billy the Kid. Alles gut? Geht. Sorry, dass ich das nicht sofort gesehen habe. Also, ihr schiebt euch das ja gerne gegenseitig in die Schuhe, ne? So. Gut. Und zwar, da ihr beide ja meint, der eine war's und der andere war's, ja? Ja, aber was hat ihr dann gesprochen? Kevin, Elias hat gesagt, du warst es. Du warst weg auf einmal. Du warst nicht die Ape tanken oder du warst tanken, sondern du warst auf einmal weg und fertig. So, ist mir egal jetzt. Wenn wir heute Abend fertig sind, hier, mit dem Feld und auch gleich noch Alui, Sepp und Michael helfen. Wir fahren gleich rüber, wenn die sich melden. Wenn wir dann fertig sind und wieder auf dem Hof sind, machst du alle Maschinen sauber. Und zwar wirklich alle. Boah, geil, da freue ich mich aber. Ja, und das für die nächsten 3 Wochen. Ja, ist gut so. Ne? Und das nach Beendigung deiner Arbeit. Und nicht währenddessen. So viel dazu. Eigentlich hatte ich ja was anderes für dich mir überlegt. Aber das muss dann jetzt warten, wenn du so einen Scheiß anfängst. Darf ich dann auch mit dir das alleine mal weg? Vorerst nein. Vor den 3 Wochen nicht? Nö. Erstmal nein, bis ich sehe, dass du vernünftig dich verhältst. Elias hat auch Strafarbeit auf beim Landhandel. So, der hat ja andere Sachen gemacht. Das ist relativ egal. Wir sind übereingekommen, dass ihr beide euch gerne die Schuld zuweist. Und somit Ende. Wer welche Strafe verhängt, ist ja jetzt egal. Ne? Sei froh, dass du noch weiter deinen Fendt auf der Straße fahren darfst, sonst hätte ich gesagt, den darfst du auch nicht mehr fahren. Weil es halt einen weniger gab, der hier arbeitet, dann wäre ich zum Landhandel gegangen. Mhm. Also. Also soll ich jetzt schon mal runter im Landhandel helfen? Nein, oder? Noch nicht, die rufen gleich an. Du könntest also aber schon mal bitte den Ladewagen holen. Ja. Und Frontlader habe ich hier dran bei mir an der Konsole, ne? Die Konsole. Ja. Ja gut, den hole ich dann hoch. Oder die der Landhandel, der hat unten, kennst du eine Primus? Ja. So eine haben die heute gekriegt. Mhm. Können wir vielleicht da was? Tu mir mal einen Gefallen. Ruf mal beim Landhandel an. Haben die noch eine Presse? Nö. Frag mal, ob die auf die Schnelle irgendwo eine Presse organisieren können. Zur Miete.
Ja, ich fahr mal. Ja, rufen mal einen Sepp oder Michel an. So, ja, Strafe muss sein. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Hat meine Mama schon immer gesagt und mein Opa. Aber egal. Jetzt haben wir es und jetzt müssen wir durch. Jetzt machen wir hier die Felder zu Ende und dann sehen wir zu, dass wir dann gleich noch den Kollegen unten helfen. Auf den Feldern ein bisschen abfahren und... ja. Mann, der Kevin macht mich wahnsinnig, ehrlich. Unfassbar. Ich weiß nicht, was ich mit dem Jungen machen soll. Ich wollte dem Jungen ja eigentlich ein VW zum Geburtstag schenken, ein Auto und seinen Führerschein, aber ich glaube, den muss er sich jetzt erstmal verdienen, seinen Autoführerschein. Wir haben eine Presse, 260 PS, hole ich unten, da müssen wir nur umhängen. Ach so, dass du mit der Krone dann weitermachst? Ja, und ich hole dir die Presse gerade unten, da bin ich schon auf dem Weg und dann können wir umhängen. Das ist gut, weil dann kannst du nämlich das eine Feld schon mal anfangen. Die vier? Ja. Und ja. Ich mache das hier noch zu Ende und komme dann mit der Presse rüber und mache dann damit weiter. Jo. Ja, alles klar, perfekt. Supi. Ja. Haben die beiden sonst noch was gesagt? Nee. Okay. Eieiei. Was? Wie viel PS hat ein Traktor? Puh, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube genug. Warte mal, ich guck mal. Könnte gut sein, dass die Presse größer ist wie dein Traktor, weil die Presse ist jetzt schon größer wie mein Traktor. Alter, haben die ein Ding hier unten stehen. Wie viel hat denn der? Das ist der 7er, ne? Ja. Ich glaube, der hat volle Ausstattung. Das war das Leihgerät von denen, ne? Ja. Keine Ahnung, was der hat am PS. Ja, mindestens ist vielleicht nur die Presse größer wie der Traktor, aber sonst geht's. 260 hat der? Nee, die Presse braucht 260. Warte mal, welcher ist denn das? Ich muss mal gucken. Das ist der 7R. Ja, aber welcher von der? Mit welcher Motorausführung? Ah, der 350. 7R3, also 7350. Okay. So, dann gucken wir mal. Das ist der. Nee, warte mal, wo ist denn der? Da. Das ist ich hab uns mal eine kleine Presse mitgebracht. Grundladeanbau, ja, warte. 350, ach, der hat 385 PS hier. Ach so, ja. Okay, ach du heiliger Wimbam. Okay. Die Presse ist größer wie mein Traktor.
Weißt du, mit welchem Traktor du unterwegs bist? Mit dem John Deere. Nee, mit Elias seinem. Der hat sich schon voll aufgeregt. Ja? Ja. Tja. Da hat er Pech gehabt. Ist ein Leihfahrzeug. Ich bin ja mal gespannt, wann unser kommt. Ja, in 2 Monaten. Ja, sind ja, ist ja jetzt nicht mehr so lange. Nee. Wir können ja nachher mal bei Michael nachfragen, ob die was gehört haben, ob vielleicht schon er kommt. Ja. Vielleicht kommt er ja dann eher. Fangst du einen Drescher ab oder soll ich mal an? Mach du eben. Jo. Weil du bist jetzt auch näher dran, dann passt das. So. Weil je eher ich hier fertig bin, umso schneller kann ich dir dann da drüben helfen. Ja. Und dann brauchen wir nachher nur noch aufladen und fertig. Dann haben wir den Mist nämlich auch weg. Ja, fragen, ob wir da am Freitag so ein geiles Gerät kriegen. Der Landhandel hatte da, glaube ich, letzte Woche so ein Gerät da stehen, da lädt sie die auf und wenn du die ablädst, lädt er die alle übereinander. Ich war dabei. Okay. Da müssen wir mal gucken. Ja. So. Ja. Das ist schon ziemlich spät, ne? Ja. Ja, meine Lieben, wir machen jetzt noch hier die Felder zu Ende und dann würde ich sagen, sehen wir uns Montag, morgen Abend wieder auf Montag 18.15 Uhr in der, zu der nächsten Folge hier. Wenn es wieder heißt, unsere kleine Alpenfahren. Von daher sagen wir jetzt tschüss. Und tschüss. Gucken mal, wie weit wir gleich noch in unserer Pause hier kommen. Bis dahin. Ciao, ciao.